Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin. Es tut mir leid, wenn ich bisher noch nicht auf eure Kommentare in den Parts geantwortet habe. Liegt einfach daran, dass jetzt dieser sechste Part tatsächlich der nächste Part ist, den ich am Stück aufnehme. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ein Ausdruck der düsteren Stille, an der man Angst nagt. Wie sieht dein Spiegelbild aus? Epic. Egal, lassen wir das. Im letzten Part haben wir Blütenburg City erreicht und sind zum ersten Mal gestorben. Epic Fail. Aber okay, das muss dann natürlich auch mal passieren. Das ist gleich in Part 5 passiert. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, aber whatever. Ich bin einmal gegen Norman angetreten. Wow, ist der stark. Wie soll ich es jetzt sagen? Ich hatte den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Hier sind alle Gegenstände wohlgeordnet und untergebracht. Okay. Schön zu wissen. Ja, wie gesagt, oh, wir haben ein Feld. Ein kleines Minifeld, aber ein hübsches Feld. Ja, diese junge Frau sucht ihren Sohn. Und ich bin in eine Sequenz geraten. Nicht schlecht. Das war ein guter Kampf. Danke. Du kannst jetzt jederzeit ein weiteres Mal mich zum Kampf herausfordern. Ich freue mich schon darauf, dich und dein Pokémon-Team wiederzusehen, wenn ihr stärker geworden seid. Vielen Dank. Ab jetzt lege ich jeden Tag eine extra Stunde Training ein, bis zu unserem nächsten Kampf. Arena-Leiter Norman, ich habe viel von Ihnen gelernt. Vielen Dank für alles. Hallo Papa. Navina, wenn das mal nicht Flui ist, dann ist mit dem Umzug alles glatt gelaufen. Aber stehen wir eigentlich draußen rum, lass uns in die Arena in Ruhe miteinander reden. Mir nach, Flui. Jo. Sag mal, hast du etwa alleine bis hierher geschafft? Wow, ich bin sehr schwer von dir beeindruckt. Hey, du hast ja schon ein Pokémon-Team. Na dann ist die Sache klar. Du willst bestimmt in meine Fußstapfen als Trainer treten. Habe ich recht? Da bin ich doch mal schon mal gespannt. Entschuldigung, ich hätte gerne ein Pokémon. Oh. Wer bist du? Wer? Ach, du bist es, Falco. Ja, genau. Ich ziehe ab heute für eine Weile zu meinen Verwandten nach Wiesenfluss und hätte gerne ein Pokémon als Begleiter. Sie wissen schon, damit ich mich dort nicht so einsam fühle. Aber ich habe leider noch nie ein Pokémon gefangen. Ich weiß nicht mal, wie das überhaupt geht. Ach, bitte nicht. Ich verstehe. Hast du gehört, Flui? Hilf Falco doch dabei, ein Pokémon zu fangen. Hier, Heiko, ich leihe dir eines von meinen Pokémon. Heiko hat Zigzags erhalten. Oh wow, ein Pokémon! Und diese Pokébälle bekommst du auch noch dazu. Gib dein Bestes. Heiko erhält eigene Pokébälle. Wahnsinn! Dankeschön! Wie heißt du? Flui, nicht wahr? Es würde mich sehr freuen, wenn du mir bei meinem ersten Fang etwas über die Schulter schauen würdest. Aber ich fühle dich bitte nicht dazu gezwungen. Ich gehe schon mal voraus. Ja, das ist die größte Lusche des Spiels, Heiko! Und die größte Heulsuse, der größte Lappen, der größte Vollidiot. Zumindest habe ich das aus den Let's Plays, die ich gesehen habe, erfahren. Flui, Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wie dieses hier, stimmt's? Bleib kurz hier. Und bitte bleib kurz hier. Ob ich beim Fang alles richtig mache, okay? Wow! Was hat der? Bam, 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 bam! Oh. Lacker, Trassler. Heiko schickt Zigzag in den Kampf.
Ja, Leute, das ist übrigens das Tutorial, wie man Pokémon fängt. Ja. Wie ihr werdet wissen, ist das natürlich alles totaler Quatsch. Bei der Drassler! Was für ein Lacker! Ah, Heiko macht trotzdem einmal so schlecht. Ah, jetzt kannst du deinen Beutel öffnen und hol deinen Pokéball raus. Und du hast 15 Stück! Ich hab nur 10 bekommen. Maike! Mir fehlen noch Pokébälle! Komm mal her! Ah, stimmt, mein Vater könnte mir eventuell 10 Superbälle geben. Wow, er hat einen Traster gefangen. Glückwunsch! Im ersten Versuch! Schon was. Ich hab's geschafft! Jetzt gehört mir mein eigenes Pokémon! Dankeschön, Flui. Lass uns zurück zur Arena gehen. Ja, in dem Feld gibt es tatsächlich Drassler. Im ersten Versuch hat das geschafft. Ich hab 1000 Pokémon und ich hab Drassler. Und hat alles geklappt? Ja, wunderbar! Ich gebe Ihnen Ihr Pokémon zurück. Vielen Dank, Flui, für deine Hilfe. Allein hätte ich dieses Drassler nie gefangen. Ich werde gut mich darum kümmern, irgendwo. Ach ja, ich möchte mich irgendwie erkenntlich teilen. Flui, darf ich mal kurz dein Pokémon und Multinavi haben? Und fertig. Heiko hat dein Pokémon Multinavi erweitert. Die Funktion des Multinavi wurde das Spiel Navi wurde hinzugefügt. Mit dem Spiel Navi kannst du deine Pokémon kaufen und besondere Trainingslektionen unterziehen. Über das PSS kannst du außerdem mit vollen Pokémon-Kämpfe ausfahren. Oder viel mehr. So, stand zumindest es in dem Buch. Ich habe mich darauf gefreut, endlich die Zeit mit deinem Pokémon zu verbringen. Dass ich mich über die Funktion des Pokémon Multinavi schlau gemacht habe. Drassler und ich werden immer unser Bestes geben. Ich hoffe, das gelingt dir auch, Flui. Wie spät ist es eigentlich? Meine Mama wartet bestimmt schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Arena-Leiter Nummer 9, Flui. Ciao. Und jetzt kann unser Pokémon-Kampf beginnen. Let's battle! Ich bin schon gespannt auf seinen Werbegang. Nur zu uns, Sohnemann. Flui. Wenn du ein guter Trainer werden willst, hör auf meinen Rat. Nicht weit von hier befindet sich die Stadt namens Meteor City. Dort solltest du als erstes hin und die Arena-Leiterin Felicia herausfordern, die ziemlich knapp und nice aussieht. Danach besuchst du die anderen Arenen und versuchst die jeweiligen Arena-Leiter zu besiegen. Für jeden von jedem besiegten Arena-Leiter erhältst du einen Orden. Ich natürlich bin auch eine Arena-Leiter. Eines Tages werden wir gegeneinander kämpfen, aber vorher musst du noch um einiges stärker werden, Flui. Yo, haust du rein. Norm ist übrigens ein... Man ist nicht fassen kann, ein normal Arena-Leiter, lustigerweise. Und die Mutter scheint jetzt weg zu sein. Aber okay, das soll uns jetzt nicht stören. Wir wollen weiter Hüttenburg City erkunden. Und da haben wir auch schon weitere Leute. Ach, da ist die Mutter. Heiko war überglücklich, als er uns erzählt hat, dass er ein Pokémon gefangen hat. Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr so strahlen sehen. Wer? Ach, du bist Flui. Danke, dass du vorhin dich um Heiko gekümmert hast. Heiko war schon seit frühester Kindheit immer sehr lappenhaft. Deshalb soll er für eine Weile bei meiner Familie in Wiesenfurt zur Kur gehen. Die Luft dort ist einfach die Weltbeste als hier. Du möchtest bestimmt mit Heiko sprechen, oder? Er ist leider schon unterwegs nach Wiesenflur. Ich fragte mich, wie weit er auf seiner Reise inzwischen gekommen ist. Wer weiß? Okay. Heiko hat keine Wii U? Was hat denn das für ein Rahmenelton? Der hat keine Wii U! Wir müssen die Eltern verklagen, Leute. Das geht gar nicht. Der
keine Wii U! Was habe ich noch nicht erlebt? Der Kind Wii U, oder? Kein Kind Smash Pass, kein Mario Kart, kein Pokémon. Kein Ball des The Legend aus einem Spiel. What the fuck? Nehmen wir an, du hättest 6 Pokémon im Team. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird es automatisch im Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Okay, das ist strange, aber okay. Gehen wir nun weiter zur nächsten Route, die da heißt. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Route heißt. Jetzt weiß ich es, Route 4. Oh, gut. Zu wissen, tatsächlich. Das gerade vergessen? Ich glaube, es ist ein Balbini. Oh, guck mal, das ist Ring, geil. Das gucken wir uns gleich an. Ist das ein Schwalbini jetzt? Tatsache, ein Schwalbini. Oh, Schwester. Ist das süß? Guck mal, wie flauschig das ist. Oh mein Gott, ist das so flauschig. Ups, okay. Was? Nein, es ist auf Level 3. Okay. Das habe ich jetzt zu spät gemerkt, dass es auf Level 3 nur ist. Pokémon, let's go! Pokémon-Team-Mitglied wird es für uns nicht. 1, 2, 3, bitte besser als der Mutze. Jawohl, im ersten Versuch. Schwalbini wurde gefangen. Sollte ich kein Flug-Pokémon im Team haben, wird das übrigens unser Flugopfer. Also viel Fliegen. Ich weiß nicht, ob es hier Auflockungen gibt. Neuer Eintrag im Pokédex für Schwalbini! Schwalbini 025! Schweblein! Männlich! Normal Flug-Pokémon 0,3 Meter groß. 2,3 Kilogramm gesehen, haben wir 2. Mutig behaupten, Schwalbini sein Territorium gegen Eindringlinge. So stark diese auch sein mögen. Dieses unerschrockene Pokémon bleibt trotz einer Niederlage angriffslustig, heult aber laut, wenn es hungrig ist. Wir drehen es mal. Yeah, Schwalbini, voll flausig. Wir suchen es mal. Hallo, Schwalbini. Tschüss, Schwalbini. Okay. Möchte Schwalbini einen Spitznamen geben? Nein, möchte ich nicht. Aber okay, haben wir das auch schon mal erledigt. Und haben ein Schwalbini gefangen. Was muss ich denn? Oh, wie süß ist das denn? Fingerfliegen auch noch weg. Mögen sie mich nicht? Wer weiß. Egal. Ja, im Sand hinterlassen die übrigens Spuren wie im echten Leben. Wenn ihr auf Sand läuft, dann hinterlasst ihr Spuren. Get rid of the bitch. Okay, ich hätte vielleicht mal gucken können bei Schwalbini, ob der irgendwas Cooles hat. Oh, Level 4. Nicht schlecht. Dieses Samutze ist auf einem Level. Aber trotzdem sollten wir es schaffen. Im nächsten Part werde ich dann mal versuchen. Also zum nächsten Part. Weil es hier so viel Pokémon gibt. Das heißt, vor allem die letzte Route möchte ich nochmal erkunden. Vor allem, weil es da Trasper und Liwayer gibt, möchte ich mir die Route nochmal angucken. Weil es da doch noch so viel Pokémon gibt. Gut ist es auch trotzdem, dass wir jetzt schon mal einen Schwalbini haben. Einen Flug-Pokémon. Und ich werde mich mal umgucken, was es... da kommt schon ein Schwalbini. Aber wir haben ja ein Pfiffchen mit... Jetzt passt auf! Donnerzahn! Episch, oder? Haben wir ganz am Anfang des Abenteuers bekommen. Und das darf sich jetzt mal hier mit dem Schwalbini auf Level 6 begnügen. Aber Donnerzahn ist ja auch sehr effektiv. Er ist ein physischer Angreifer. Leider ist er kein Elektro-Pokémon. Deswegen könnte es ein bisschen schwieriger werden. Aber trotzdem, wir machen doch gut Damage. Nochmal Donnerzahn. Und dann sollte das Schwalbini abgekratzt sein. Ziemlich schwache Vorstellung seines Schwalbinis. Da hätte er deutlich mehr draus machen können. Jawohl! Level Up für Schwalbini, für Pfiffchen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Pokémon Omega Ruby. Bis dahin, Leute, und ciao!